So, Dalla, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen im Labyrinth. Das Labyrinth. Wie war das gleich nochmal? Ich glaube, ein Labyrinth ist eigentlich, das wird nämlich falsch benutzt, weil ursprünglich war ein Labyrinth eigentlich quasi so ein Gartenanlagending oder sowas, das einen Weg hat, durch den man einfach durchgeht. Man kann sich da aber nicht verlaufen oder so. Das ist nur ein verschnörkelter Weg. Und ich glaube, ein Irrgarten ist eigentlich das, wo es eben viele, viele Sachen gibt. Maria? Aber jetzt halte ich die Klappe. Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But that thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. Find some way to... I'll come back, I promise. Kablam! Maria, seltsame Wand. Okay. Gucken wir mal. Das war vorher nicht da, oder? Warte mal. Zwei Fenster. Ponüppel. Offen. Ponüppel. Zwei Fenster, Ponüppel, offen, Ponüppel. Okay, passt schon. Ich mach mal das da. Hat sich jetzt was verändert? Ich kann doch da nicht rein. Ach so, warte mal. Kann ich etwa über den Ponüppel rein? Auch nicht wirklich, oder? Moment mal. Aha. Ich verstehe.
Weirder Würfel. Weirder Würfelraum. Aber wo, wie, was, warum? Wo geht's wie jetzt? Vielleicht muss ich noch was verändern. Ich habe zwar jetzt hier einen Weg, aber ich habe da oben keinen Weg, oder? Okay, ich habe nicht genug räumliches Vorstellungsvermögen für das Rätsel. Damn. Aber das sah jetzt richtig aus. Das sieht richtig aus. Ich glaube, ich habe es geschafft. Sehr gut. Ah, ich habe hier keine Karte mehr. Okay. Die Käfer sind meine Freunde. Oh, ich höre Stampfies. Sind das die Bodenstampfies? Oder ist Pyramid Head hier? Naja, zumindest können wir hier mal speichern. Verlaufener Raum. Heißt das, ich habe mich verlaufen? Ist deswegen der verlaufene Raum? Okay, ich brauche hier was, um das durchzuschneiden und den Käfig runterzuholen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber okay. Aha, ich glaube, es sind Gitterstampfies. Ja, ja, okay, da laufen die einfach. Dammit. Okay, ich könnte mal versuchen, gegenüber durchzugehen, wenn die Tür schon so schön offen steht, ne? Die geben mir ganz schön viel Gewehrmunition. Also ich meine, verhältnismäßig jetzt so. Okay. Ich brauche einen Schlüssel und irgendwas zum Durchschneiden. Okay, ich dachte, ich kann hier durchlaufen, aber irgendwie nicht wirklich. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich noch eine Marionette ums Eck springt. Tschüss.
bisschen langsam weiß ich, wie die ihre Gegner platzieren. Ja, kannst du jetzt mal den Schrank einhauen? Bitte, bitte, James, hau den Schrank ein. Nein, es teleportiert mich immer wieder dahin. Oh, come on. Das ist nervig. Ein Pistolenschuss verschwendet für drei Pistolenschuss. Das ist gemein. Das ist schlecht. Also das ist auch Game Design technisch problematisch. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ne? Aber das ist nicht gut. Wow, es ist vor dem Bosskampf gegen den anderen habe ich gesagt zu so, lol, ich habe 50 Heilungsmittel und jetzt habe ich nur noch 30. Das ist krass, wie viel mich der getroffen hat. Ich war echt scheiße anscheinend. Naja. Verzeihung, ich habe irgendwie gerade einen Frosch im Hals. Okay. Auch eine komische Redewendung, oder? Ich habe einen Frosch im Hals. Steht da einfach nur Tapete ab oder versteckt sich da eine Mannequin? Da steht nur Tapete ab. Aber im Kühlschrank ist was, das raus will. Helfen wir dem mal. Ich komme, Ghoul-Junge. Oh, der Ghoul-Junge war ein bisschen lange da drin. Damn. Sorry. Okay, dann brauche ich aber noch ein Feuerzeug oder sowas. Feuerzeug, Benzin. War's das? Ich glaube, wir haben jetzt das erste Ziel quasi erreicht, ne, in diesem Labyrinth. Aber es gibt wahrscheinlich noch viele weitere. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, ich verstehe. Das war die Sackgasse, wo ich vorher gesagt habe, warum kann ich da nicht durchkriechen? Jetzt passt mal auf, wenn ich da durchgehe, dann den Gang entlang links geradeaus, dann kommen wir in einen neuen Weg. Okay. Shit, Moment. Muss ich nochmal schnell gucken. Ja, genau. Au. Halbe Licker. Oh, shit. Noch eine Liebeswatsche. Hä? Jetzt muss ich nochmal. Ich krieg nochmal durch das Loch. Jetzt habe ich gerade gar keine Orientierung mehr. Hey, kannst du mich bitte hier in meinem Raum in Ruhe lassen? Okay. Also im Endeffekt geradeaus durch rechts und dann muss ich mir einen neuen Weg suchen. Okay. Okay, kann ich eigentlich das Leiterfuel hier schon anwenden? Nee, ich dachte, vielleicht kann ich das einsuppen damit oder so. Aber wahrscheinlich brauche ich wirklich erst ein Feuerzeug, das ich damit fülle. Und dann ist unter dem Stoff eine Stahlkette und ich brauche noch eine Beißzange oder so. Okay, jetzt passt auf.
geradeaus durch und dann den linken. Hier geht's leider nicht weiter. Kannst du aufhören, mich so zu watschen? So, hier waren wir auch noch nicht. Ich dachte, wir sind hier schon lang gelaufen, aber vielleicht nicht. Okay. Bin verwirrt. Oder hat sich das verändert? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich nur doof. Okay. Aha. Ich finde das gemein, dass die zuhauen dürfen, wenn ich die vorher sehe, weißt du, und ich lande schon den ersten Treffer und die sind komplett unbeeindruckt davon und boxen mich trotzdem einmal zumindest. Das finde ich unfair. Wenn ich die früh genug sehe und angreife, warum werde ich vom Spiel dafür nicht belohnt, dadurch, dass ich deren Angriffsanimation abbrechen darf? Die können mich auch in Kombos verwickeln, aus denen ich nicht mehr so leicht rauskomme. Ach, guck mal, ein Loch. Mit einem Feuerzeug. Moment mal. Feuerzeugdocht? Ey, muss ich jetzt wirklich, finde ich jetzt alle Kleinteile, finde ich jetzt dann gleich Eisenerz und muss mir das Gehäuse schmieden oder was? Come on. Nein, wollte ich nicht. Dammit. Ah, da geht's jetzt dann rechts ab. Okay, ich habe mir nämlich gerade gedacht, wo war ich denn jetzt noch nicht? Aber okay. Ja, der wird uns jetzt ganz schön... Nix wird der. So nämlich. Ah, okay, hier kann ich die Tür dann zurücköffnen. Alles klar. Aber jetzt gehen wir dann erstmal da lang. Guck, das ist gemein. Warum dürfen wir das? Aha. Ein Schlüssel, ein eiserner Schlüssel. Gut, dann einfach geradeaus, wenn ich durch die Tür bin, und dann können wir auch schon den eisernen Schlüssel benutzen. Nochmal kurz gucken, rechts und dann links und dann durch. Letzter Blick auf die Karte. Okay. Besser, wenn er angeschrien wird, auch immer noch mal so einen kleinen Stolperer nach hinten machen muss. Das ist mega gemein. So, ich gehe noch mal kurz speichern vorher. Speichern.
und ab durch die Tür. Ich finde das Spiel sehr gruselig. Ohne Scheiß, Leute. Mich macht das ein bisschen fertig hier. Puh, ich bin echt... Deswegen bin ich auch so still manchmal. Oder rede über ganz andere Sachen. Weil ich echt so ein bisschen so... Eieiei. Schon sehr unheimlich. Okay, das Wasser ist heiß. Wollen wir jetzt wirklich hier drin sterben und verhungern, nur weil das Wasser ein bisschen heiß ist? Können wir nicht ganz schnell reingreifen? Oder die Jacke. Wickelt ihr die Jacke um die Hand und dann ganz schnell zack. Nee, wirklich nicht? Na gut, okay. Ich würde mir lieber die Hand ein bisschen verbrennen, als noch länger hier drin zu sein, aber okay. James hat andere Prioritäten. Ich verstehe nicht genau, was das bringen soll. Haben wir jetzt Wasser? Ach, jetzt fließt Wasser in die Wanne und kühlt das heiße Wasser. Ich meine, alternativ hätten wir auch einfach so eine Viertelstunde jetzt neben der Wanne sitzen können, ne? Dann wäre es wahrscheinlich auch gegangen. Ach so, nein, die Wanne explodiert gleich. Drama Queen. Okay. Das ist irgendwie eine blöde Badewanne, wenn die gleich explodiert in dem Moment, wo man ein bisschen Wasser reinfüllt. Okay, wir haben ein funktionierendes Feuerzeug mit allem drum und dran. Das war jetzt eine schwere Geburt. Wären wir Chris Redfield, ne, wäre das nicht passiert. Der Christian Rothfeld. Das Molotow-Seil. Und jetzt benutzen wir es als flammende Peitsche. Ah, wieder ein Loch, in das wir springen können, James. Wir wissen, was zu tun ist. In Löcher greifen, in Löcher springen. Na, von welcher Seite muss ich ran? Aha, er will schon, also wenn schon, ne, dann von der schönen Seite natürlich. Springt nicht von jeder Seite rein ins Loch. Okay. Wie tief geht unser Albtraum noch? Wie tief geht unsere Psyche noch? Wann sind wir am Rock Bottom? Ist das so Inception-mäßig? Geht jetzt schon die Zeit irgendwie 500.000 Mal langsamer als in der realen Welt oder sowas? Ist das so ein Ding? Ah, wir sind wieder hier. Habe ich irgendeinen Fortschritt gemacht? Ich habe jetzt ein Feuerzeug. Kann ich damit Maria retten? Ich kann sie anzünden. Weiß nicht, ob das hilft. Es gibt anscheinend Menschen, die haben überhaupt keine Kopfstimme. Das gibt's. Das ist faszinierend. Die haben keine Kopfstimme. Nichts. Die können nicht in ihrem Kopf Dialoge mit sich führen oder so. Und ich find's faszinierend. Ich weiß überhaupt nicht, wie solche Leute nachdenken. Wie denkt man denn nach, wenn man keine Kopfstimme hat? Ich muss gerade dran denken, weil so dieses Summen oder Singen, die ganze Zeit vor sich hin singen, das ist so ein Ding zum Beispiel von Menschen, die keine Kopfstimme haben, weil die ja auch keine Songs in ihrem Kopf singen können. Finde ich faszinierend, wie unterschiedlich menschliche Gehirne so funktionieren können, ne? Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute dieses Video hier noch sehen, ne? Vielleicht ein paar hundert, vielleicht tausend. Könnte sein, dass der, die ein oder andere jetzt gerade
sich denkt, ja, Moment mal, ich, was? Hä? Ich kann das auch nicht. Wenn das so ist, dann lasst es mich gern wissen in den Kommentaren. Ich finde es faszinierend. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Der Gang ist jetzt tatsächlich verschwunden. Den gibt's nicht mehr. Ah, ich hab's richtig gemacht. Ohne zu wissen, was eigentlich, habe ich's richtig gemacht. Das ist wahre Macht. Ich bin so klug, dass mein Unterbewusstsein das Rätsel jetzt gelöst hat, während ich Scheiße gelabert habe. Faszinierend. Manchmal habe ich Angst vor meiner eigenen Macht. Okay. Ich hätte gehofft, dass wir jetzt hier aus dem Labyrinth rauskommen, ganz ehrlich. Ich muss hier nicht noch länger rumlaufen. Aber Spiel sagt, doch, musst du. Ich könnte jetzt wieder ein bisschen was Fröhlicheres gebrauchen, Spiel. Das wird mir ein bisschen zu krass hier. Ich finde es sehr unheimlich. Das ist so ein bisschen das Beneviento-Haus aus Resident Evil 8. Nur in sehr lange. Zu lange für meinen Geschmack. Der Druck, ne? Kennt ihr das bei so Horrorspielen? Wenn je länger man spielt, desto stärker wird irgendwie der Druck in einem, der sich aufbaut. Jetzt gerade wird's krass für mich, der Druck. Das Gefühl von, ich will hier weg. Ich würde gern wieder in die richtige Welt. Ich würde echt gern wieder zurück nach Silent Hill ins Richtige. Lieber ein bisschen hell beleuchteter Nebel, statt diese Dunkelheit. Die Dunkelheit macht mich fertig. Ah! Na gut, okay. Das war fair. Well played. Ihr habt mich wirklich überrascht. Da darf man dann auch einen Treffer landen, da beschwere ich mich nicht. So, jetzt befürchte ich, muss ich aber da mal die Leiter noch runterklettern, ne? Okay, ab ins Loch. Ich mag hier nicht sein. Aber wenigstens bin ich nicht allein. James, wir sind aber auch der beschissenste Schütze im Universum. Alle miteinander. Was war denn das gerade? Ich gebe mir da nur eine Teilschuld. Labyrinth, Labyrinth, du bist ein Arschloch-Level. Dunkel voller Monster und das finde ich nicht schön. Ah, du Käfer, ey. Machst mir hier so Angst. Jetzt sterben. So. Unterwasser-Stomp. Jetzt bin ich gegenüber vom Zettel, oder? Genau, okay. Da war vorher so ein Kriechmonster irgendwie an der Decke.
Okay, warte mal. Dann muss ich jetzt erstmal da nach vorne zu dem Rohr gehen, wenn es hier weitergeht, tatsächlich. Ah, okay. Hier brauche ich irgendwas. Ah, ich finde es irgendwie... Ich weiß es nicht. Fast ein bisschen too much, dass die so spinnenartig gemacht wurden, weil das waren sie ja im Original gar nicht. Aber irgendwie auch cool. Ich mag die Interpretation von denen. Weil, wisst ihr, dadurch, dass die so, das klingt jetzt komisch, aber dadurch, dass die so spinnenartig gemacht haben, machen die fast ein bisschen zu normal. Das ist sowas, das kennt man. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man sowas sieht, wie es an den Wänden krabbelt, dann weckt das in einem die Assoziation Spinne. Und das ist irgendwie was Vertrautes. Aber im Originalteil sind das ja einfach nur zwei Beinpaare aneinander geschraubt an der Hüfte. Und die gehen aufrecht und verhalten und sind einfach so weird. Das ist sowas Fremdartiges. Das kann man gar nicht so richtig fassen und beschreiben. Ja, wie ihr schon merkt, ne? Ich muss schon sagen, ja, das sind zwei so Beinpaare an der Hüfte zusammen und sehen ein bisschen menschlich aus und ein bisschen wie nichtmenschliche Dinge und aus Plastik und man weiß es nicht, bla bla bla. Kann ich stundenlang beschreiben, was das ist. Und jetzt im Remake, wenn ich die beschreiben will, sage ich, na, die Spinnen. Die Spinnengegner. Die Spinnenartigen. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass wir eine Zange oder sowas brauchen, ehrlich gesagt. Okay, ich mache die Tür mal auf. Gehe aber mal den anderen Weg. Ah. Alles klar. Dann gehen wir... Aber zu welcher Leiter gehe ich jetzt? Zur Leiter 2, oder? Nee, ich muss zur Leiter 1. Glaube ich. Okay, passt. Da durch und dann geradeaus runter. Moment. Double checken? Ich verstehe, okay. Ich glaube, es hilft meiner Anspannung gerade nicht, dass ich zu viel Koffein getrunken habe und dringend aufs Klo muss, auch noch zusätzlich. Da kommt alles zusammen. Okay, James, beten wir, bevor ich mir in die Hose mache. Und jetzt fällt hinter mir runter. Klauerbumm. Mit dem letzten Schuss von der Decke geholt. Bin ich aber froh drüber, weil ich hasse das, wenn die so, weißt du, wenn ich weiß, irgendwo sind die noch, aber ich sehe sie nicht mehr. Ganz schlimm. Aha, Fensterloch. Ich habe meine Lektion gelernt mit den Fensterlochen. Löcher? Loch, Lochs? Lochis? Immer ein bisschen nach oben schauen, wenn man so einen Raum betritt. Aber jetzt muss ich mal gucken, weil ich habe jetzt auch ein Loch freigemacht. Wo führt denn das bitte hin? Ach, das führt in irgendeinen Raum mit einer verschlossenen Tür. Da war ich aber schon mal. Oder? Muss ich nochmal schnell schauen? Genau. Aber okay, gut. Dann lasse ich das Loch jetzt erstmal Loch sein und gehe mal da durch. Nee, warte. Ich gehe erst durchs Loch. Verzeihung. Weil ich kann durchs Loch wieder zurückkriechen, aber durch das Fensterloch
an der Decke nicht unbedingt. Hä? Aha, hier war ich tatsächlich noch nicht, oder? Zumindest. Jetzt bin ich verwirrt. Na gut, gehen wir zurück. Kraxeln wir dadurch. So, jetzt bin ich vor einer neuen Leiter, die kennen wir noch nicht. Na gut. Ich bin froh, dass das Labyrinth bis jetzt zumindest halt wirklich relativ geradlinig ist, ne? Und eben nicht so ein Irrgarten, wo man sich dauernd verläuft und nie weiß, wo man hin muss und so weiter. Sondern eigentlich ist es ziemlich linear, würde ich sagen. Man weiß in der Regel schon immer so ungefähr, wo es lang geht. Ich habe zu früh gesprochen. Nee, geht schon weiter hier. Da war gerade ein Autosave-Symbol, das beunruhigt mich ein bisschen. Warum speichert das Spiel hier für mich? Was erwartet mich gleich? Ai, 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 caramba. Sollte ich dann noch mal runtergehen? Das kam mir gerade zu leicht vor. Halt, stopp. Das war schon richtig, glaube ich, oder? Ich gehe noch mal runter. Ich drehe die Runde noch mal fertig, weil wir vielleicht was finden da unten. Dass zumindest einmal im Kreis laufen, dass die Karte aufgedeckt ist. Aha, guck. Naja, was guck? Da ist nix. Aber ich hab mein Achievement bekommen. Oh! Er ist hier! James! Er ist hier! Nimm die Leiter! Was ist das denn jetzt für eine Leiter? Ist das dieselbe Leiter? Ich hab grad keine Ahnung. Nee, nicht dieselbe Leiter. Eine andere Leiter. Eine andere Leiter. Vielleicht war das die richtige Leiter. Und das andere war eine Fallenleiter. Ah, guck mal. Drahtschneider. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, ich glaube, das ist der richtige Weg. Deswegen gehe ich noch mal kurz in den anderen Gang. Ich will zwar raus hier, aber ich will nichts Wichtiges übersehen. Am Ende vergesse ich irgendein Quest-Item und dann sind wir umso länger hier. Naja,
5 Pistolenschuss sind auch wichtig. Wichtig und richtig. So. Nix wie weg hier. Ich will Licht sehen. Ich will Sonne. Ich nehme sogar den Nebel. Ich will freien Himmel über mir. Einfach nur weg hier. So, jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt weiß ich nicht mehr. Aha, warte mal. Kabel. Da müssen wir hin, oder? Kann das sein? Müssen wir wirklich zum Kabel? Rotierender Würfel. Seltsame Wand. Das haben wir. Da muss ich wirklich zum Kabel. Das Problem ist, dass die Tür verschlossen ist. Der kurze Weg zum Kabel. Also wie komme ich da am schnellsten hin? Oh, das ist jetzt echt blöd. Ich versuche jetzt mal trotzdem die Treppe Nummer 4. Aber ich befürchte, da gibt es kein Durchkommen. Das wäre halt der einfachste Weg. Ja, sonst ist voll nervig. Sonst muss ich nochmal runter zum Pyramid Head. Was vielleicht auch Sinn der Sache ist, möglicherweise. Jetzt gehen wir erstmal speichern. So, Leute. Und jetzt machen wir hier Schluss für heute. Ich hätte gerne noch ein bisschen weitergemacht, aber ich muss so dringend aufs Klo. Kann nicht mehr. Und ich will das nicht rausschneiden, weil das ist super viel extra Arbeit. Muss ich das komplette Video neu rausrendern, nur wegen so einem kleinen Cut. Und ich möchte möglichst schnell viele Folgen machen, deswegen machen wir das nicht. Heute wird es ein bisschen kürzer. Dafür sind die anderen Folgen eh immer alle so lang. Ihr habt wahrscheinlich, wenn das hier online geht, haben die meisten wahrscheinlich noch nicht mal den ersten 10-Stunden-Stream fertig. Also, YOLO. Bis morgen. Tschüss.